In diesem Video will ich zeigen, wie ihr ganz einfach für unter 7 Euro und ohne Installation von zusätzlicher Software auf einem Elegoo Neptune 4 oder 4 Pro WLAN nachrüsten könnt. Für das Nachrüsten benötigen wir einen kompatiblen WLAN-Stick. Einen passenden, den ich auch in diesem Video verwende, habe ich in der Beschreibung verlinkt. Zuerst müssen wir den WLAN-Stick natürlich in den Drucker stecken. Anschließend stellen wir sicher, dass der Drucker via LAN-Kabel im Netzwerk angebunden ist, damit wir alles konfigurieren können. Die IP-Adresse des Druckers können wir einfach auf dem Touchscreen abfragen. Um eine Konsolenverbindung zu unserem Drucker aufzubauen, müssen wir zunächst eine Konsole auf unserem PC öffnen, in meinem Fall Windows. Hierzu drücke ich Windows und R und gebe dort CMD ein, um eine Konsole zu öffnen. Mit dem Befehl SSH können wir nun eine SSH-Verbindung aufbauen. Dafür wählen wir den Benutzernamen Root und mit einem Add getrennt geben wir die IP an, unter der unser Drucker im Heimnetz verfügbar ist. Mit Enter können wir dann den Verbindungsaufbau starten. Hier müssen wir jetzt erstmal, weil ich mich das erste Mal verbinde, nochmal zustimmen, dass wir wirklich uns verbinden wollen und den Fingerprint akzeptieren. Das machen wir mit einfach Yes und dann Enter. Jetzt müssen wir ein Passwort geben. Das ist in dem Fall MakerBase. Hier hat Elegoo freundlicherweise die Standard-Credentials dargelassen. Und schon sind wir mit der Konsole verbunden. Nun wechseln wir mit dem Befehl cd/etc/wpa-supplicant zunächst das Verzeichnis. Anschließend können wir mit nano wpa-supplicant wlan0.conf die WLAN-Konfiguration anpassen. Hier ändern wir zunächst das Land auf DE und geben danach WLAN-Name und Passwort ein. Zum Navigieren im Editor werden die Pfeiltasten verwendet. Um das Ganze zu speichern, müssen wir nacheinander die Tastenkombinationen STRG O, STRG M und STRG X drücken. Jetzt kann mit dem Befehl systemctl restart makerbase-wlan0.service der WLAN-Service neu gestartet werden, um den Verbindungsaufbau zu initiieren. Nachdem wir ungefähr 30 Sekunden gewartet haben, überprüfen wir das Ergebnis. Hierzu geben wir den Befehl systemctl status makerbase-wlan0.service ein. Das Schlüsselwort Connected sagt uns, dass die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde. Und wir verlassen das Ganze mit dem Drücken der Q-Taste. Mit dem Befehl IPA können wir nun die IP-Adresse der Netzwerkinterfaces abrufen. Unter WLAN0 finden wir die IP-Adresse 192.168.178.94, welche der Drucker im WLAN hat. Jetzt können wir die LAN-Verbindung trennen. Und wenn wir ins Menü des Druckers gehen, dann sollte uns auch dort die WLAN-IP-Adresse angezeigt werden. Über diese IP-Adresse können wir nun von einem Browser versuchen, das Webinterface des Druckers aufzurufen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann funktioniert das jetzt wunderbar. Als Fazit kann gesagt werden, dass man mit einfachen Mitteln nicht mehr auf ein kabelgebundenes Netzwerk angewiesen sein muss. Der einzige Nachteil ist, dass nun der USB-Port blockiert ist. Das kann theoretisch mit einem USB-Hub gelöst werden. Allerdings hat dieser bei mir nicht durchgehend reibungslos funktioniert. Ansonsten habe ich vor, demnächst ein Video zu machen, wie man einen zusätzlichen internen USB-Port am Neptune 4 und 4 Pro hinzufügen kann, was natürlich die bessere Lösung ist. Also lasst gerne ein Abo da, um das und noch mehr nicht zu verpassen.